Herr Kramer, nächste englische Woche für den VfR Aalen. Am Mittwochabend gastiert hier der FC Astoria Waldorf. Sie haben einen personellen Engpass in der Innenverteidigung. Wissen Sie schon, wie Sie den auffangen? Ja, also ich bin mir da eigentlich schon im Klaren drüber, dass wir den Jungs, die im Kader sind, das Vertrauen schenken. Das wird der Mehmet Bakci sein und der Michi Schaub. Was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Beziehungsweise bin ich auch der Meinung, dass sie auch im Kader sind, weil sie die Qualität haben. Und deswegen bin ich da auch, gehe ich da sehr vertrauensvoll mit um, mit dieser Aufgabe, weil sie die werden die beiden auch hervorragend lösen. Astoria Waldorf ist eine gestandene Regionalligamannschaft. Worauf wird es ankommen, dass die Punkte hier in der Ostalb Arena bleiben? Also erstens, dass wir gut verteidigen, dass die Null steht, das müssen wir schon ehrlich sagen. Das hat man jetzt auch gesehen gegen Freiberg. Sie haben unglaublich hohe Qualität im Bereich der Standards. Das müssen wir besser machen, jetzt gegenüber auch dem Offenbach-Spiel. Wir müssen die Standards gegen den Ball besser verteidigen. Auf der anderen Seite können wir es aber auch fußballerisch gut bearbeiten, weil ich der Meinung bin, dass wir die Qualität haben, dann auch die Punkte hier gegen Waldorf hier auch im Stadion zu holen. Jetzt ist wieder eine englische Woche. Gibt es abgesehen von den personellen Veränderungen, die nicht zu vermeiden sind, weitere Änderungen innerhalb der Startelf auch angesichts dieser Belastung derzeit? Ja, wir müssen jetzt ein bisschen schauen, weil ich muss es ja im Gesamtkontext sehen, bezüglich des Spiels auch in Stuttgart. Kann sein, dass wir da auch in einzelnen Positionen nochmal Austausch vornehmen werden. Werde ich dann morgen früh nach der letzten Nacht dann auch entscheiden. Aber gibt es Spieler in der zweiten Reihe, die sich zuletzt ins Rampenlicht gespielt haben? Es gibt mehrere Spieler, die sich ins Rampenlicht gespielt haben. Ich habe ja gesagt, Levin Kundrowait hat einen hervorragenden Auftritt gehabt beim Verbandspokalspiel. Aber wir werden schauen, wie wir es dann lösen. Jetzt hatten Sie am Samstag Geburtstag, konnten nach der Niederlage wahrscheinlich nicht unbeschwert feiern. Gibt es eine nachträgliche Feier, wenn Sie dann gegen Astoria Waldorf die 3 Punkte mitnehmen? Das könnte passieren, aber das mache ich grundsätzlich vorher nie. Das mache ich immer spontan, weil sich das nicht gehört. Ne? Man muss auch diese Spiele respektvoll annehmen. Und wenn es dann was spontan zu feiern geben sollte, was wir alle hoffen, dann kann man sicherlich auch da mal drüber nachdenken. Vielen Dank und viel Erfolg.